Neues Rekordtief für die Aktie der Deutschen Bank, nachdem auch der Gewinn deutlich zurückgegangen war. Bei mir Oliver Roth von Otto Seidler. Ja, es wird viel versucht, um die Bank irgendwie wieder auf Kurs zu bringen, aber es klappt nicht so richtig. Woran liegt's? Also hauptsächlich liegt es eigentlich daran, dass das Zinsniveau so niedrig ist, dass man eben nicht so einfach Geld im Investmentbanking verdienen kann. Da die Einnahmen nicht sprudeln, versucht man eben auf der Kostenseite. Es macht sicherlich auch Sinn, bis zu einer gewissen Grenze kann man über die Kosteneinsparung sicherlich ein Stück weit Effizienz zurückgewinnen. Aber zum Schluss muss man auch Geld verdienen und das kann man im Investmentbanking aktuell nur ganz, ganz schwierig. Und das macht die Lage eben besonders prekär. Der neue Deutsche Bank-Chef Sewing, der wechselt jetzt auch ein bisschen Personal aus. Zum Beispiel der Chef der DWS muss gehen. Er holt sich jetzt so ein paar Leute aus seiner Umgebung ran. Ist das eine gute Maßnahme, um seine eigenen Akzente zu setzen? Oder ist das Personal gar nicht so wichtig und man muss die Bank einfach neu wieder aufstellen? Nein, das Personal ist ganz, ganz wichtig. Ich kann nicht entscheiden von hier aus, ob das besonders sinnvoll oder weniger sinnvoll ist. Wichtig ist, dass Sewing seine Leute um sich hat, die mit ihm zusammen an einem Strang ziehen. Also sich keine Opposition reinholt, keine Leute reinholt, die etwas anderes wollen als er, sondern dass die Deutsche Bank eben zusammen eben dieses große Flaggschiff der deutschen Finanzindustrie wieder fit macht. Und ich glaube, da ist er gut beraten, Menschen seines Vertrauens eben um sich zu scharen, um eben in die richtige Richtung zu marschieren. Wie kann er die Bank und den Aktienkurs dann wieder fit machen? Das ist ein ganz langwieriger Prozess. Man braucht auch ein Stück weit die Unterstützung der EZB. Also steigende Zinsen würden durchaus der Deutschen Bank, der gesamten Bankwirtschaft, aber in dem Fall natürlich auch der Deutschen Bank ganz besonders helfen. Da hat man noch ein bisschen Luft bis dahin, wird wahrscheinlich erst Mitte, Ende 2019 passieren. In Amerika sieht man das schon, wie einfach in Anführungsstrichen das Geld zu verdienen ist mit steigenden Zinsen. Da kann man eben nämlich Anleihen platzieren und da macht man sehr, sehr viel Geld als Investmentbank damit. Das Problem für Sewing ist, erstens mal so lange eben auch das Schiff schon mal sauber zu machen und eben auf der anderen Seite auch dann möglichst durchstarten zu können. Und das ist schwierig, denn die Konkurrenz ist groß. Amerikanische Banken sind sehr, sehr stark mittlerweile in Deutschland und da gerät die Deutsche Bank eben sehr, sehr stark in Konkurrenznot. Wenn der Aktienkurs so unter Druck ist, heißt das, dass die Wahrscheinlichkeit vielleicht einer Fusion mit der Commerzbank größer wird? Nein, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ich finde, dass diese beiden Institute überhaupt nicht zusammenpassen. Und da tut es auch keinem wirklich einen Gefallen, wenn diese Institute per se auf dem Blatt Papier schön zusammen sehr, sehr groß wären, sondern die Deutsche Bank muss schon ihre Hausaufgaben selbst machen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass sie es hinbekommen. Allerdings dauert es eben doch eine Weile und viel länger, als man das in der Vergangenheit eigentlich vermutet hat. Die Aktie so niedrig, ist das jetzt ein guter Einstiegskurs oder lieber Finger weg? Ich glaube im Moment in der Tat noch Finger weg, hängt aber nicht mit der Deutschen Bank zusammen, sondern mit den Kreditinstituten, ganz besonders in Deutschland, auch Europa. Da haben viele Banken immer noch große Probleme und solange die nicht gelöst sind, sollte man eher ein bisschen vorsichtig sein. Aber beim Zinstrendwechsel werden die Banken wieder interessant und da zählt die Deutsche Bank bei mir auf dem Kurszettel ganz oben zu den Top-Performern. Dann, wenn es eben wirklich in die neue Zeit in dem Sinne von steigenden Zinsen eben losgeht. Und da müssen wir sicher noch bis 2019 warten. Danke Ihnen, Oliver Roth von Otto Seidler. Und danke Ihnen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Inside Wirtschaft.